So. Zack, zack, zack. Alright, jetzt gucken wir mal hier rein. Wie stehen wir jetzt? Jetzt stehen wir 11-1, stehen wir jetzt, ne? Not bad, not bad, not bad. Der eine Lose tut natürlich weh, aber jetzt kommt leider... Also, wenn wir aus der Reihe mit zwei Loses rausgehen, nur, dann sind wir, dann ist das hier Chefsache. Also, wenn wir nur zwei Loses haben, mit Blitzcrank, Brand, Braum, dann bin ich sehr, sehr glücklich, Leute. Jetzt kommt der deutsche Midlane-Krapscher, kommt jetzt als nächstes, yep. Brand ist gut, ja, aber Blitz ist, und Braum ist, ne, so, also, um das mal zu Audio-Darstellung zu betreiben. JB, Wavebreaker, Falaf, Eibert, Fryzone, Ignaz, Gonzales. Vielen Dank allerseits für den Support. Willkommen, willkommen. Einen traumhaften wünsche ich. Und hat er verloren. Ich habe mit Aurelion Sol habe ich verloren. Das war mein erster Lose. Braum ist saugut, wenn man mit ihm spielen kann. Nein, also Solo-Lane Braum ist wirklich, wirklich nicht gut. Also du kannst halt nur so Hail of Blades, Attack Speed Braum und dann Tank gehen. Das ist das Einzige, was du spielen kannst. Und dann musst du halt hoffen, dass dein Team dich carried, ehrlich gesagt. Warum blinkt das die ganze Zeit hier? Oh, was ist in meinem Shop? Da musst du sehr, weil der weiß ja, ich spiele ja von allem einmal, ne? Das heißt, der ist komplett überfordert mit dem, was ich möchte. Vielleicht kriege ich da Talon dazu, wenn ich das kaufe? Ist da Talon mit dabei, wenn ich das kaufe? Ist das nicht super Angebot? Price includes Champion, steht da dabei. Da habe ich noch nie gesehen, ne? Also das klingt nach einem sehr, sehr guten Angebot für Talon. Kauft dir doch Kisten. Ja, aber in Kisten kriegst du meistens Skins, weißt du? Das ist das Problem. Also in Kisten kriegst du meistens Skins. Also wir hoffen jetzt kein Kassadin und kein Vladimir. Hey, guys. I play unusual picks, but always 100% try hard. Don't be afraid and let's win this. So. Okay, ne? Den Spruch merke ich mir direkt mal. Wenn du bei deinen Event-Quests mitmachst, bekommst du die Champions davon als Shards. Ich mache aber doch... Was muss ich denn da noch machen? Ich bin doch bei den Events, bin ich doch automatisch dabei, oder? So. Put. Wie, was? Was? Ah, oh. Ups. Also, das sind auch nicht die Alleyways hier, ne? Sondern das ist Always. So, jetzt aber. Nein, du musst sie im Home-Bildschirm als Quest anklicken. Alles klar, dann erinnert mich nach dem Game mal kurz dran, dass ich das mache. Jetzt ist natürlich so, dass wir in dem Game jetzt Triple AP haben. Jetzt ist die Frage, die man sich stellen muss als Midlane Blitzcrank Main: Ist es an der Zeit, den AD Blitzcrank zu unleashen? Und dann sehen wir Syndra und wissen, die Antwort ist sofort nein, weil wir gegen Syndra überhaupt kein Land sehen würden. Das heißt, das ist eine mittlere Katastrophe, das Matchup hier für uns. Warte mal ganz kurz.
Okay, Leute. Wisst ihr, welches Item die Lösung ist in dem Game? Oh shit, ich brauch Bombblading. Wisst ihr, welches Item die Lösung ist? Was hat die Kasse geschrieben? Oh Gott, was habe ich verpasst? Entschuldigt, ich war gerade kurz weg. Ich hab eine Essenslieferung bekommen. Juhu! So, jetzt gucken wir mal wieder hier, was wir für Gegner haben. Der One Champ for me. Wir gehen wieder auf Smurf Detection. Tatsächlich bis jetzt relativ wenig Smurfs erwischt. Nur die eine Kaiser da. Und auch hier, also es gibt bis jetzt fast keine Smurfs in unseren Games, muss ich sagen. Echt cool. Also wir sind halt immer im Game, aber... wesentlich weniger als gedacht, weil mir immer so viele von euch so Schauergeschichten erzählen, dass eigentlich jedes Game 3 Smurfs sind. Und 5 AFKler und leider so Zeug. Ja, vielleicht kommen die auch erst, ne? Ja. Ich bin gestärkt. Nach dem Game müsst ihr mich erinnern, dass ich mir schnell was zu trinken hole aus dem Kühlschrank. Die Gegner haben Kha'Zix. Kha'Zix ist echt disgusting zu sein. Ich finde, dieser Buff war echt nicht nötig. Der ist so broken jetzt. Und wird er sogar schon competitive gespielt. Tatsächlich ist das ein Gold-Game, ne? Irgendwie, also unsere MMR stagniert komplett. Als wir 8-0 standen, waren wir im Platin 4 Games. Dann haben wir ein Placement verloren. Und seitdem wir das eine Placement verloren haben, kriegen wir nur noch High-Gold-Games. Ab und zu mal ein Platin-Spieler, aber halt nur ab und zu. Gute Kombi von Gegnern. Ja, Soraka gefällt mir auch echt nicht. Wobei natürlich Blitzcrank schon Möglichkeiten hat, die vielleicht zu ankern dann später. Hätte wahrscheinlich TP spielen sollen, ne, wenn ich so drüber nachdenke. Dorans Schild, Corrupting Potion. Dorans Ring. Ich glaube Corrupting Potion, oder? Für den Anfang. Let's go. Ich habe zwei Optionen. Ich kann entweder für Protobild gehen oder für Hexig GLP. Aber ich denke mal, ich muss Proto gehen. Damit ich die Wave geklärt bekomme, wisst ihr? Weiß nicht warum. Das war so free, wenn die da mitmoven. Schade. Okay, nochmal Basen, wir haben keine Ahnung mehr. So. Danke an Rockender Frosch und Dr. Streichler für den Support. Auch einen wundervollen wünsche ich. Tiamat. Na, ich glaube nicht, dass ich AD-Crank gehen sollte. Gegen das Lineup, schaut mal, wie anfällig die für Bursts sind. Die haben 4 Squishies. Also es ist, glaube ich, AP Blitzcrank is the way hier. Wirklich, aber Full AP müssen wir gehen. Ja. Hätte ich Second Wind spielen sollen. Für die Lane. Die hat wahrscheinlich nicht mit dem Midlane-Crank gerechnet, die Syndra, ne? Das ist unsere Stärke hier. Mit Nunu haben wir... Also ich würde lieber einen AD-Jungler haben, bin ich ganz ehrlich. Das wäre besser für uns. Aber mit Nunu haben wir schon Kill-Potential auf sie dann später. Also auf einen immobilen Midlaner. Also wir hätten gegen schlimmere Sachen spielen können als Syndra. Das auf jeden Fall. Syndra ist managebar. Auf jeden Fall. Ja, du kannst eigentlich fast jeden Champion mit Protobelt in der Mitte spielen, ganz genau. Weil das geht eigentlich auf fast jeden Champion. So. Noch sehr, sehr großen Respekt von mir. Aber wahrscheinlich nur, weil sie halt Angst hat, dass der Dings kommt, ne? Der Blitzcrank. Die misplayt die Lane damit sehr, sehr hart, weil eigentlich dürfte ich gar nicht farmen dürfen, ne? Also eigentlich dürfte ich mich gar nicht farmen lassen, diese nur. Sondern müsste mich halt super, super punishen auf der Lane. Wir haben fast free farmed bis hierhin und haben nicht mal einen Pot ausgeben müssen, ne? Das ist natürlich huge für uns. So. Hm.
Ja, auf allen Champions, die praktisch kein... Alle Champions, die kein Wavegear haben, auf denen kannst du halt einfach Protobelt bauen. Und dann hast du zumindest alle so und so Sekunden, hast du ein Protobelt. Actually, so wie das gerade läuft, könnten wir auch AD Blitzcrank spielen, aber das ist, glaube ich, einfach zu bad, ne? Würde ich sagen. AD Blitz. Erste Kombo her an die Dame gebracht. Kann jetzt gleich töten, mal sehen, mit dem nächsten Electrocute-Bock, wenn sie nicht aufpasst. Wenn sie nicht pottet. Und sie wird gierig gerade. Wenn wir einen Stun dodgen können, können wir jetzt committen. Ach, schade. Ja, das ist es. Oh mein Gott. Das war ein 100% Free-Kill und ich habe den Dings verfehlt. Alter, wie hat denn der Hook nicht getroffen? Ich hatte die da. Ich hatte die da. Fuck, Mann. Ja, so bitter, ey. Ich hätte die gerade einfach killen können. Oh mein Gott, Toplane. Nice one. Aber ein guter Sidestep? Nee, überhaupt nicht. Ich habe die CC'd und verfehlt nach dem CC. Die kann ja doch nicht Sidesteppen. War einfach Hardint von mir. Aber absoluter Hardint. Da kann man hier auch nicht in Schutz nehmen hier. Die Midlane Blitzcrank Mechanics sind nicht so saftig hier gerade. So. Er hat keinen Flash, no F. Er hat keinen Flash an, ja. Wir werden auch gleich Level 6. Sie aber auch, ne? Und für Hooks wäre natürlich Hextech GLP besser, ne? Muss man sagen. Natürlich trifft mich das, ey. Ja, scheiße. Really? Kann er reinpushen, oder? Ja, eigentlich müsste er pushen. Das ist nicht gut, dass er die so stehen lässt. Weil jetzt freest sie für ihn. Also er hat praktisch einen Freeze gegeben. Aber trotzdem ist es meine Schuld, ne? Ich hätte gedacht, dass ich die da. Also, dass ich nicht sterbe. Mit dem Mana-Schild. Ja. Blitzwing Mitte ist schon sehr schlecht, aber. Nicht so schlecht wie Braummitte. Und der kommt ja auch gleich noch. Also Syndrom-Mitte ist schon... Also, das sind halt einfach so Picks, ne? Man merkt schon langsam, manche von denen, da wird es schon schwierig gegen die Platin-Spieler, ey. Da wird es schon schwierig gegen die Platin-Spieler hier gerade. Der Bart gerade eben war auch schon riskant, ne? Wenn der Kha'Zix nicht so rein snurft. Jetzt habe ich einfach Movies gehen und Roman die ganze Zeit. Mein du Stück... Ah! Geh weiter, jetzt überlegt dich schon wieder mit einem Leben. Ach, also komm schon, Mann. Die gegnerische Botlane ist zum zweiten Mal Mitte. Oh, die Syndra überlebt zum zweiten Mal mit 0 HP. Das kann doch nicht wahr sein.
Wie kann denn, wie können die denn gegen Gallio Cassio permanent mitroben? Also man kriegt schon den Stream-Bonus hier, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Das ist der Streamer-Bonus. Ich soll auch ein Controller kaufen, ne? Ja, fucking damit, Mann. Jetzt sind wir langsam, also jetzt haben wir ein großes Loch in der Mitte gerade. Jetzt sind wir sehr, sehr weit behind. Jetzt sind wir sehr, sehr weit behind. Mal schauen, ob wir das noch irgendwie gewuppt kriegen. Mal schauen, ob wir das gewuppt kriegen. 30 CS hinten. Sie hat jetzt auch Flash wieder, ne? Au. Wir müssen halt irgendwie zum Protobild kommen, ne, wenn es geht. Irgendwie zum Protobild. Dass wir dann die Waves klären können. Die schon wieder Mitte, oder was? Ja? Nee, mach Drake. Okay, das ist nur ein Drake, das ist nicht so schlimm. Tatsächlich. Let's fucking right, boys. Der deutsche Grabscher kehrt zurück! So, in Sicherheit haben wir sie gewogen am Anfang des Games. Aber jetzt kommt er. Jetzt kommt er, der deutsche Grabscher. So. Es geht das hier langsam. Los! Wenn wir jetzt dann gleich Protobild haben, Leute, dann wird das ein anderes Game sein. Es ist immer dieser schwere Punkt, bis zum Protobild zu kommen. Ich kann tatsächlich die Wave nicht ganz auspushen. Haben wir ein Protobild? Ja. Ich kann es leider nicht ganz auspushen hier, aber ist okay. So, jetzt geht's ab. 50 CS, kein Problem. Ich glaube, ich sollte auch Mobis gehen und die ganze Zeit probieren zu roamen, oder? Was meint ihr? So. Mitte hat keinen Flash mehr. Ja, wenn ich den da nicht angel, dann schwierig. Dann killen wir sie nicht. Meint ihr, ich kann die Solo one-hitten jetzt? Wahrscheinlich, ne? Ich würde es gerne probieren, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich soll es nicht probieren, ne? Hier ist am Start. Jetzt kann der deutsche Rotationskrabscher probieren, vielleicht den Top-Laner. Moment, das ist ja nicht gut. Oh, das ist echt sehr gefährlich, ja. Richtig Respekt, ey. Die hat richtig Respekt hier. Na mal. Schade, Mann. Ich muss die nächste Wave noch irgendwie clearen. Aber die kann mich halt one-hitten gerade, die Sender. Der K kann auch noch da sein. Aber wenn ich die Wave kriege, dann kann ich mir Protobild, nicht Protobild, dann kann ich mir Mobis leisten, ne? Ja, das reicht uns. Jetzt holen wir uns unsere Mobis. Und dann muss ich halt anfangen, aktiv zu sein auf der Map, wenn es irgendwie geht, ne? So.
cool. Jetzt bin ich geblieben für nichts und wieder nichts. Ja, Moment. Vollengreifarm ausgefahren mal wieder. Machen wir mal wieder einen vollen Greifarm ausgefahren. Jetzt kriegen wir hier einen vollen Turret. Oh, das schmeckt, Leute. Das schmeckt aber ganz extrem hier. Wait, mein Ult hat ihn nicht getroffen. Schnüff. Okay, back to base, ne? Okay, wir haben unsere Mobis. Wie gehen wir jetzt weiter vor, Leute? Was meint ihr? Wie gehen wir hier weiter vor? In dem Game. Ich würde sagen, wir bauen uns einen Aether Wisp für mehr Movement Speed. Wir müssen eins werden mit der Geschwindigkeit hier. So. Ja. Okay. Und jetzt. Hey, was? Hä? Warum ist... Aber Gallio! Da kann ich den. Zweifle nicht an dir, sprach der große Grabscher. Denn du bist es, der igniten hätte sollen. Denn du bist es, der hier den, der vom Jäger zum Gejagten und so Insekten, ne? Mäßig. Wisst, wie ich mein? Ja, Frederik, du sprichst sehr, sehr klare Sätze. Für einen Streamer, dessen Job es ist, zu reden. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut hier. Gerade so mäßig. Ist er doch gestorben? Ja, der ist gestorben am Corrupting Potion oder an dem Ultik, der doch kam. Ich weiß, dass ich einen Kill gekriegt habe. Wäre sicher, sonst wäre ich ja nicht weggelaufen wieder. Ja, soll ich in die Mitte flitzen? Das wird wahrscheinlich meine Ult ein bisschen mehr sparen, habe ich das Gefühl. Ich hab so das Gefühl, ein bisschen mehr sparen wäre nicht verkehrt bei der Ulti. Der Cooldown von der ist nämlich schon sehr hoch. Geht der runter, der Cooldown, wenn man ein höheres Level hat? Oder wie ist das? Wahrscheinlich, ne? Cassio ist tot. Cassio ist leider tot. Wir sollten dann auch nicht den Links nehmen, wenn es geht. Ist das ja schnell? Ich hab bald Ulti. Also es ist Zeit für den Rotationstrick, ne? Ne, seht ihr. Die Gegner fühlen sich sicher. Die Gegner denken, sie haben hier Möglichkeiten und. Welter Warnwort. Well, der Rotationstrick hat diesmal nicht funktioniert, aber ich sage euch, der funktioniert 9 von 10 Fällen funktioniert der Rotationstrick. Oh mein Gott, aber nicht hier. Nein, ich wurde getroffen. Okay, nevermind zum Rotationstrick. Ich habe nicht gesehen, dass die Sindra da tippet ist. Habe ich tatsächlich nicht gesehen, muss ich sagen. Okay. Das braucht eine Lichtbänder als nächstes, ha?
Aber später, wir können sehr stark sein in dem Game hier. Wir können sehr, sehr stark sein später. Ich brauche ein bisschen mehr Farm. Ein bisschen mehr Ressourcen gerade. Wenn es irgendwie geht. Wir sollten... Was ist denn der nächste Drake? Minute 15, hä? Wir haben schon... Ich weiß nicht, das Game ist noch nicht so 100%, muss ich sagen. Wenn wir einen Blitzcrank-Sieg bekommen würden, wäre natürlich insane, weil der Champ ist halt wirklich... Also viel nutzloser geht's nicht mehr, außer Braun. Also das ist... Ich glaube, Blitzcrank-Mitte ist schon einer der schwereren Picks, um einen Win zu bekommen. Na, würde ich zumindest sagen. Also einer der schweren, ja. Meint ihr, ich kann einen Syndra von mir gewinnen? Klar, oder? Ich hab hier Vision. So. Yumi ist der schwerste. Ja, Yumi spielen wir ja nicht. Yumi spielen wir ja nicht, ja. Hier sind zwei Control Wards, ne? Ah ne, die den umgestellt noch da. Okay. Nehmen wir uns den schnell. Dann nehmen wir uns schnell die Langüste. Dankeschön, Mr. Galleon. Okay, hier ist der Drake. Der ist sehr, sehr wichtig, der Drake. Wir gehen hier in eine flankierende Position. Aber es könnte sein, dass die Syndra da oben zum Beispiel drin ist. Wäre super nice, wenn. Wenn ich hier einfach die Esho... Alter. Hatten die da Wars oder was? Woher wussten die denn da? Woher wussten die denn das schon wieder, ey? Die hatten da... Also es sah, finde ich, am Anfang nicht so aus, als hätten sie da Wars. Aber sie hatten Wars wohl. Schöner Ultim-Ring von der Cassiana. Ja, den kriegen wir auf jeden Fall, ne? Secured. First Team. Lol, was? Da war kein Ward. Na, warte, sehe ich kein Ward, oder? Haben sie gerochen? Nein. Nein, was tun sie denn? Mal nur ein bisschen Zeit holen für den Rest unseres Squads. Jetzt gehen wir mal zurück und holen uns unsere Lichtbane hier. So, jetzt die Frage, wie wir weitermachen. Die Gegner bauen halt alle MR, ne, weil sie natürlich Angst vor dem Blitzcrank haben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich Void Stuff rushen. Das klingt irgendwie nicht besonders effizient, muss ich sagen. Das klingt nicht so effizient, muss ich sagen. Gehen Nashers? Nee, das macht null Sinn. Das ist zu weak. Ich kann die ja nicht auto-attacken. Ich muss die in einer Rotation töten und sonst war's das. Ich glaube, Void into Spellbinder into Rabadons oder so ist der Build hier. Ja? Wollen wir was machen? Anscheinend nicht. Immer noch so wenig Damage. Ludens? Ludens könnten wir bauen, ja. Das stimmt. Ludens könnten wir bauen. Aber vielleicht gar nicht so schlecht. Da gibt auch Movement Speed, oder? Ludens. Gibt da nicht auch Movement Speed? Der Schmarrn. Ich glaube, Wir könnten für Nash schauen, ja. Boah, stell euch vor, ich hab Ulti da. Stellt euch vor, ich hab Ulti da. Joink. So, vielleicht können wir jetzt für Nash gehen. Ah, vielleicht sollte ich doch Ludens gehen. Also gefühlt, mein ganzer Champion funktioniert nur, wenn ich Dings habe. Mein Champion funktioniert wirklich nur, wenn mein Ulti ab ist.
Genau deswegen, ne? Weil ich brauche halt immer diesen extra Burst. So. Was? Ich bin hier ein Finish. Oh mein Gott. Das ist schon knapp, ey. Ziehen wir als nächstes Richtung. Ich finde Ludens gut. Dann können wir die ganze Zeit für die Backline snipen von den. Können die ganze Zeit für die Backline snipen, ja. Ich hatte kurz Angst, ne? Habt ihr gestern NELCS gesehen? In der NELCS hat eine Syndra Nash gesteal gestern. Ich weiß nicht mehr, in welchem Game das war. Aber gestern gab es auf jeden Fall einen ziemlich sexy Nash-Steal. So. Ah, Caps, das war LEC sogar, ich bin ein Idiot. Caps war es, ja, ihr habt recht. Caps hat Nash gestealt. Das war so crazy, dass G2 das gestern noch gewonnen hat. Muss ich sagen. Das war echt crazy. Okay, wir haben den Nash gekriegt. Also ich kann. Die drei sind in Gefahr, von mir gekillt zu werden, würde ich sagen. Leider keinen Schaden hier, Leute. Nein, jetzt kommt eine Schnäge. Oh no. Das ist nicht gut. Die Soraka. Die Soraka macht einfach komplett uns fertig, ja. Der muss sterben. Der hat ihn bestimmt fünfmal Full Life geheilt, da. Der Kerl. Also, das ist insane, wie schlimm die ist. Die Rak. Also, in den letzten. Also, das ist unser zweites Game, das wir vielleicht verlieren können wegen Soraka. Weil das so stark ist, ne? So. Wenigstens geht mein Ulti-Cooldown immer weiter runter. Oh, das sieht nicht gut aus, da. Ja, wohl. Komm. Nice. Das ist huge. Das ist sehr, sehr huge sogar. Ich habe nicht so viel Farm leider, was nicht so huge ist. Wir können jetzt gucken, die Ashe will vielleicht Botlane noch kurz rauspushen, ne? Wenn wir die hier catchen könnten, wäre nochmal super für uns. Ja, die dutschen immer alle gleich, ja. Aber reicht leider nicht ganz. Ist gleich tot. Gott, der Blitzcrank ist so useless, Mann! Das ist echt frustrierend. Das ist echt frustrierend, wie useless dieser Champ ist, selbst wenn man alles trifft. Auf Appell. Ja, und gleich haben wir unser Ludens ready. Mann, ey. Die Cloud Drakes sind halt richtig gut für uns, weil unser Ulti-Cooldown so runtergeht, ja. Wer von uns kann Anti-Heal bauen? Eigentlich keiner, ne? So richtig. Bitte nicht. Alter. Holy shit, wie gut ist denn Garen? Garen ist auch so ein Champion, der bis jetzt sehr, sehr positiv in allen Low-Elo-Games ausgesehen hat. Also wirklich sehr, 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 sehr gut. Du bist ganz schön durch das Projekt getragen. Naja, ich hab mit einem ziemlichen Off-Meter-Pick, ich hab schon einen relativ guten Impact, also so ist nicht. Aber natürlich, du kannst ja Blitzcrank kannst du natürlich nicht das Game carry, da sieht es schlecht aus für dich. Da hast du ein bisschen Limitierungen auf dem Champion. Also als Blitzcrank Mitte zumindest. Was bist du Support? Ja, wir können schon. Wir carryen doch hart, ne? Wir carryen doch hart. Das heißt ja, man kann nicht. Natürlich carry mir hier. Ah Mann, ey. Vielleicht. Ach shit, ich habe gerade meine Ult gewastet, ne? War nicht so gut. Obwohl, jetzt hat sie nicht mehr so viel Cooldown. Ich bräuchte ja bloß Level 16, wenn es irgendwie geht.
Hier unten die Wolf rauspushen. Ja, es schaut, dass wir ein bisschen Farm bekommen. Und dann müssen wir für die nächsten Objectives spielen hier. Der Gönn macht echt Arbeit, ja. Der macht richtig, richtig Arbeit, macht er. Oh mein Gott, du scheiß Ludensprock, ey. Alle Minions denied, ey. Gib mir that. Bei Blue machen wir jetzt genau dasselbe, Leute. Let's go. Ne, dann nehmen wir ihn. No, Soraka. Warum, Leute, ne? Warum gehen die da unten für uns und helfen denen? Jetzt kriegen wir Free Nash. Ist denn das worth it, Enemy Team? Ne? Ist denn das worth it? Warum seid ihr denn so? Was habt ihr denn gegen Blitzcrank? Lass doch den Mann mal einen Kill oder 2 oder 10. Oh mein Gott, das war nicht so gut. Ich dachte, da hält der Silence ein bisschen länger. Jetzt gleich sind wir Level 16. Sobald wir Level 16 sind, haben wir, glaube ich, Perma-Ults am Start, ne? Ja, weitermachen? Wollen wir weitermachen? Oh, das war ein Spiel hoch. Ein bisschen Protobelt-Pog, Ludensprock-Pog, Scorch-Pog. Ne, es kommt alles zusammen gerade. Ich habe keinen Scorch. Aber der Bild kommt gerade zusammen hier. Wir sollten wahrscheinlich nicht alles auf den Tank werfen. Hey, gute Ult. Huge, huge, huge. Oh mein Gott! Schön, krass da hinten. Oh, watch this turn, watch this turn, Leute, watch this turn. Das war nicht der Turn, den ich wollte. Eigentlich dachte ich, die zwei Kevys stellen sich zusammen und dann kill ich die beide. Aber leider mache ich denen keinen Schaden, Los Angeles. Ich muss doch für den Drake schauen als nächstes. So, wie viel Cooldown haben wir jetzt noch auf der Ult? Das war nicht der Turn, den ich wollte, ne. Ich hätte bei der Cassio bleiben sollen. Jetzt haben wir 9 Sekunden auf der Ult, oder 10 Sekunden auf der Ult. That's not too bad, würde ich sagen. Rabadons? Ja, ja, jetzt kommt Rabadons oder Spellbinder kommt jetzt. Das heißt, jetzt können wir ein bisschen mehr arbeiten mit unserer Ult. So, wir stellen uns schon mal in die Rotations-Crank-Position. Die funktioniert meistens besonders gut gegen AD-Carries. Oh. Hä? Nicht gegen diesen AD-Carry. Yeah, I guess. Ich bin immer in den Drag. Mein Gott, ey, diese Soraka jedes Mal. So, wie viel Cooldown haben wir jetzt? Jetzt haben wir 9 Sekunden oder 8 Sekunden sogar auf unserer Ulti. Diese Scheiße. Soll ich in Zukunft Soraka bin? Das hätte gefallen. Soraka und Garen. Okay, go Team, go Team. Das sieht echt sehr, sehr schlecht aus für uns, oder? Jupp. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Hm.
So. Schauen wir mal, was wir machen können. Wir haben ja null Healing Reduction im Team, ne? Leider. Ich meine, ich könnte Morello, also Morellos kriege ich halt nicht mehr zusammen wahrscheinlich in dem Game. Wir müssen einfach jetzt wieder Catches machen. Die haben uns zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, outscaled, die Gegner. Das heißt, jetzt muss alles über Catches kommen. Jetzt muss alles über Catches kommen hier als nächstes. Die geht vielleicht noch einer vor? Das sind Gruppen und Catchen. Na, das können wir glaube ich nicht gewinnen gerade. Umgehen. Ich darf nicht mehr Protobelze im Wave Clearen verwenden. Ich muss ja merken, dass meine Ulti hat ja kaum noch Cooldown. Wir wollen jetzt dann gleich den Dings nehmen, wenn es geht. Den Nash. Und gleich Rabadon ist schon, hä? Meint ihr, die haben hier Rotation Vision? Tippen, nein, oder? Mhm. Oh nein, der ist nicht so weit vor. Was machst denn du? Ja. Oh, Nash. Ich muss dann catchen hier. Die werden halt das mit Dings checken, mit Ash, ja. Richtiger gewesen. Hello, ne? Ich bin schnicki unterwegs. Nicht schnicki genug. Selben Fehler. Vielleicht hätte er ja noch einen mitgenommen. Ja, wir können nicht gewinnen, wenn wir die. Also, wir müssen die Soraka catchen, sonst haben wir verloren. Die Soraka carried das gesamte Game gerade solo. Wir müssen irgendwie die Soraka catchen. Aber wie? Steht halt immer ganz hinten, ne? Auch so tanky, obwohl der 5-11 steht. Das ist crazy, wie stark der ist. Ich dachte, wir können den einfach bursten. Ich hätte auf die Items gucken sollen. Tja. Die Cassio braucht halt noch zwei Items unbedingt. Die ist sehr, sehr weak gerade. Ich muss irgendwie eine Position finden, wo ich jemanden catchen kann. Ich habe sonst nicht mehr. Ich habe halt keinen Wert gerade so richtig fürs Team. Huge, ja? Mal Elder nehmen. Ja, das ist so huge für uns. Das ist unser da wäre unser schönstes Rippchen, wenn wir es bekommen würden. Gute alte Soraka. Ja, nicht?
Na, Draken dann? Die müssen noch die Engstelle hier durch, die Gegner. Nicht overchasen jetzt. Ihr steht hier für uns. Ja, was können wir damit finishen, ist halt die Frage. Ich glaube leider, die Antwort ist nein, oder? Was machen wir denn jetzt mit dem Elder? Auf den Nash warten, I guess. Wir können nur über Catches gewinnen. Wir haben keine Möglichkeit sonst zu teamfighten. Nur über Catches können wir spielen, ja. Oder halt irgendwie, wenn wir einen Lucky Engage auf den ihre Backline kriegen, das wird auch gehen. Das 5 und 5 Mitte würde ich persönlich niemals nehmen. Als unser Team. Ja, wir haben Elder, wenn die can try. Vielleicht kann ich irgendwie seitlich mich anschleichen? Feels fucking bad. No. This is Escher of the Walls, I guess. Catch-Attempt hier, würde ich sagen. Hab ich gesehen, leider. Ich hab trotzdem für die Ashe hier probieren zu gehen, oder? Diese Rake, maybe. Einen von beiden probieren wir zu holen. Schade. Spekuliert, dass die da lang läuft. Die Wolf geht vor. Jetzt wollen wir hier entlang. Meint ihr, die hat hier gewordet? Zwei unten, drei unten. Mal Nash nehmen. Also der Ward. Okay, die geben den, so wie es aussieht. Sollten die den nicht stehlen können. Gegen Nunu. Wir sollten jetzt nicht Rage reingehen, Leute. Nein, nicht Rage reingehen, nur weil die Nash gestealt haben. Bitte geht nicht rein. Wir können nicht fighten. Wir müssen Sideline Pressure nutzen und Catches präparieren, ja. Not. Just don't fight. At all. Jeez. So, wir brauchen
Oh, Swifty ist auch, wenn es geht. Wir dürfen nicht fighten, ne? Sonst verlieren wir automatisch. Irgendwie. Ich habe 6 Items, ich muss jetzt nicht mehr farmen. Die könnten probieren, Mitte runter zu rennen, aber dann gehen wir seitlich bei denen rein. Würde ich sagen. Auf die Map gehen. Die wer weg muss, kann noch basen. Der sind 38 ab. Car will be delayed. Garen can go side and annoy. Wir sollten nicht alle groupen, weil dann können die Gegner natürlich auch groupen, wenn wir alle groupen, wisst ihr? Das heißt, wir wollen eigentlich nicht alle groupen. Nicht groupen. Das wäre natürlich wichtiger gewesen, ne? Komm, jetzt kriegen sie einen Time. Wir müssen einfach nur rausrennen. Die müssen einfach nur rausrennen. Ich bin da und dann müssen die nur rausrennen. Und der Garen sollte eigentlich hier sein. Der kann nicht mehr teamfighten. Garen muss die ganze Zeit splitpushen und sidelane. Und ich muss probieren, irgendwelche Leute zu catchen. Und so können wir vielleicht noch gewinnen. Leider hat die Soraka da aufgepasst, ne, dass ich im Busch stehe. Weil wenn ich mich für die Soraka traden kann, das ist natürlich insane. Nein, 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 nicht fighten. Okay, nevermind! Fight! End. Okay. Okay. Use the force, Team. Please no. Okay. Smooth the moves, Bruder. Holy shit, wir haben mit Blitzcrack Mitte gewonnen. Let's fucking go, ey. Ich war mir so sicher, dass wir mit Blitzcrack Mitte komplett auf den Sack bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, mein Gott. Wir haben actually mit Blitz Mitte gewonnen. Oh. Holy shit! Ach Mann, das war ein gutes. Der gute alte Grabscher. Der gute alte Grabscher. Wen ordnen wir jetzt da? Wahrscheinlich den Garen für sein Early- und Mid-Game, der uns da stabilisiert hat. Promoted to Silver 2. Nice, ey. Wait, da steht promoted mal 2. Second. Wir haben mehr Damage als eine Cassio. Auf Midlane Blitzcrank. Da steht zweimal steht hier. Das ist ja interesting. Crazy. Geiles Game.